Mach mal. Richtig auch. Mach's gut, Kino. Ja. So, ab jetzt werde ich die nächsten 3 Tage komplett alleine sein. Ich habe mich gerade von Isabella in der Nähe von Albstadt am Waldrand absetzen lassen und werde die nächsten 3 Tage den Spessartbogen laufen. Das sind so 70 bis 80 Kilometer und ich habe meinen Rucksack randvoll gepackt. Ist leider doch ein bisschen mehr geworden, als ich mir am Anfang ausgerechnet hatte. Bin jetzt bei 24,5 Kilo Gepäck, aber man muss auch sagen, das meiste davon, also ich sag mal so mindestens 6 Kilo davon sind Wasser und Verpflegung. Und es ist ja auch gut zu wissen, dass mit jedem Schluck Wasser, den ich trinke und mit jedem Happen, den ich esse, mein Rucksack ein bisschen leichter wird und das Laufen dann vielleicht auch ein bisschen einfacher wird. Vielen, mit denen ich über mein Vorhaben gesprochen habe, haben mich direkt gefragt, was, alleine? Echt ganz alleine? Und ich muss sagen, ja, alleine, weil ich war schon so lange nicht mehr mit mir alleine. Ich meine, ich habe gerne meine Familie um mich, aber manchmal braucht man auch einfach ein bisschen Zeit für sich. Und bei den ganzen Survival-Sendungen, die ich in letzter Zeit geschaut habe, ist mein Verlangen immer größer geworden danach, auch mal einfach auf eigene Faust unterwegs zu sein, sich an nichts halten zu müssen, seine eigenen Regeln zu machen, laufen, wenn man Lust hat, stehen bleiben, wenn man keine Lust mehr hat. Und ich glaube, das wird eine tolle Erfahrung. Ich bin gespannt. Ich habe mich außerdem auch entgegen aller Ratschläge für meine flachen Wanderschuhe entschieden, weil die Temperaturen sollen doch recht warm werden die nächste Zeit und bei 28 bis 30 Grad habe ich keine Lust, in meinen dicken, warmen Gore-Tex-Wanderschuhen zu laufen, weil ich glaube, dann faulen mir die Füße irgendwann ab. Ich hoffe, dass ich nicht umknicke. Das wäre das Ende. Vor allen Dingen mit 24,5 Kilo auf dem Rücken wäre das nicht besonders gut für die Bänder. Ich bin ja echt froh, dass es noch ein bisschen bewölkt ist. Das soll ja auch erstmal so bleiben. Bewölkt, aber warm. Das ist, glaube ich, die besten Voraussetzungen für so eine Tour. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde, glaube ich, wäre jetzt schon klatschnass geschwitzt. Damit mir das Mittagessen nicht so schwer im Magen liegt, werde ich keine Mittagspause einlegen, wo ich mir den Magen vollschlagen werde, sondern werde immer mal wieder zwischendurch eine Banane oder einen Apfel essen, um dann so besser durch den Tag zu kommen. Und heute Abend gibt es dann die erste warme Mahlzeit direkt vom Gaskocher. Der Nachteil am Querfeld einlaufen ist, dass man die ganzen Füße und die ganzen Schuhe voller Ähren und Gräsern hat. Ich hoffe, bei der Feuchtigkeit, die ich in dem Schuh habe, wächst da kein Baum raus oder so.
alles wieder sauber, weiter geht's. So, jetzt brauche ich doch mal eine ganz kurze Pause. Wir sind jetzt bei 13,5 Kilometer. Und ich glaube, ich sollte mal wieder was trinken. Und vielleicht Nussriegel naschen. So lässt sich echt leben. Damit es morgen keinen Muskelkater gibt, habe ich gleich noch ein bisschen Magnesium mitgebracht. Ich weiß zwar, dass der Spessart nicht der Urwald ist und dass man sich überall auch in der nächsten Stadt was zu trinken kaufen könnte, aber ich wollte ja möglichst autark die Tour machen. Insofern habe ich mir auch einen Wasserfilter mitgenommen, damit ich eben auch aus kleinen Bachläufen trinken kann. Und da ich jetzt nicht weiß, wann der nächste Bachlauf noch kommen wird, weil auf der Karte nicht zu sehen ist, ich aber da unten gerade einen entdeckt habe, werde ich jetzt meine Wasserflaschen erstmal wieder auffüllen. Nicht, dass mir noch das Wasser ausgeht heute. Riecht jetzt erstmal nicht schlecht. Ja, sieht doch super aus. Schön klar. Schmeckt wie zu Hause aus der Wasserleitung. Perfekt. Dann kann es weitergehen. Ja, es ist jetzt gleich 16 Uhr. 21 Kilometer bin ich jetzt schon gelaufen. Und jetzt überlege ich natürlich schon so ein bisschen, wo ich vielleicht die Nacht verbringen kann. Und wenn man sich das auf der Karte anschaut, müsste ich wenigstens noch durch das Waldstück hier durch. Und dann kommen wir da schon an Feldern raus, wo auch ein kleiner Bachlauf ist. Und vielleicht kann man sich ja da später ganz kurz frisch machen. So, durch den Waldabschnitt bin ich nun durch. Das waren doch nochmal ganze 3 Kilometer. Und ich höre auch schon ein Bächlein plätschern. Ja. Ist zwar nicht wie die Badewanne zu Hause, aber ich denke, man kann sich auf jeden Fall mal ein bisschen waschen. Das habe ich auch bitter nötig. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob man hier irgendwo vielleicht einen geeigneten Ort findet, um seinen Schlafsack ein bisschen auszulegen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, wer fragt, bekommt Antworten und manchmal auch sogar einen Schlafplatz. Ich habe hier einen kleinen Hof in der Nähe gefunden und habe die Besitzer einfach gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn ich auf ihren Feldern nächtigen würde. Und da haben sie mir hier den Schlafplatz hier vorne unter dem Obstbaum angeboten. Da bin ich sehr dankbar drüber. Und da unten ist auch nochmal der Bach. Das heißt, da kann man sich nachher nochmal ein bisschen frisch machen, wie erwartet. Bauen wir mal das Zelt auf, würde ich sagen, ne? Thank you.
So, da ist sie fertig aufgebaut, meine kleine Unterkunft für heute Nacht. Gemütlich, klein, aber fein. Und mit was ich jetzt überhaupt nicht gerechnet hätte, ich dachte ja eigentlich, dass ich heute noch da unten in dem Bach ein bisschen baden gehe, wurde mir von der Hausbesitzerin angeboten, dass ich mich bei ihnen sogar duschen könnte. Was ich natürlich dankend angenommen habe nach diesen 25 Kilometern, weil ich bin doch wirklich sehr durchgeschwitzt gewesen. Deswegen werde ich jetzt gleich mal die Badesachen packen und gucken, dass ich da unter die Dusche komme. Frisch geduscht, wer sich auf Abenteuer einlässt, der erlebt manchmal auch positive Sachen, mit denen er nicht gerechnet hätte. Dann würde ich sagen, machen wir mal Abendessen. Und zwar gibt es heute eins von drei Dosengerichten. Da hätten wir im Angebot Kartoffeltopf mit Würstchen, Spirelli-Nudeln mit Fleischklößchen oder der Klassiker Ravioli. Ich würde sagen, heute gibt es die Ravioli. Gekocht wird das alles auf diesen kleinen Gaskocher. Das ist schon alles. Dazu gibt es nämlich noch passend diese kleine Mini-Gasflasche. So wird das Ganze aufgeklappt. Und dann kann einfach die Ravioli-Dose da oben drauf. Und schon gibt es warmes Essen. Ich sehe schon, ich muss die Tour abbrechen, weil ich die Dose nicht aufkriege. Gucken wir, ob ich mit meinem Schweizer Messerchen mehr Erfolg habe. Voilà, fertige Outdoor-Küche. So, jetzt muss ich nur noch gut rühren. Schön warm. Super Gaskocher. Würde ich sagen, bon appetit. Ah, lecker. Ein Bier wäre jetzt noch gut. Ja, ich genieße gerade die letzten Sonnenstrahlen, bevor die Sonne dann hinter dem Berg verschwindet. 23,7 Kilometer bin ich heute gelaufen und eigentlich, ich habe keine Blase an den Füßen. Es ist alles soweit in Ordnung, nur die Oberschenkelinnenseiten habe ich mir extrem wund gelaufen. Und leider habe ich nur Handcreme dabei, die habe ich jetzt schon ein bisschen drauf geschmiert. Mal schauen, ob das über die Nacht noch ein bisschen zurückgeht, aber wenn nicht, werde ich morgen auf gar keinen Fall nochmal 23 oder 24 Kilometer laufen können. Dann war es das quasi schon. Ja, mal schauen, was die Nacht so bringt. Ich verschwinde jetzt gleich mal in mein Zelt. Werde früh schlafen gehen. Es ist gerade mal 10 nach 8. Aber die Sonne wird früh wieder aufgehen. Und dann werde ich auch gleich früh wieder loslaufen. So, ich glaube, heute Nacht werde ich richtig gut schlafen. Gute Nacht! Guten Morgen. Boah. Also die Nacht war wirklich erholsam, würde ich sagen. Was ich aber total unterschätzt habe, war dieser Temperatursturz heute Nacht. Tagsüber hatten wir so 28 Grad und heute Nacht waren es maximal 12. Ich bin mit T-Shirt ins Bett gegangen und ich habe so gefroren. Ich musste mir heute Nacht erstmal neue Sachen aus dem Rucksack holen und mich ein bisschen anziehen. Es war einfach schweinekalt. Ja, aber jetzt scheint schon wieder die Sonne. Ich hoffe, dass das Zelt jetzt gleich noch trocken wird während dem Frühstück, dass ich das nicht nass einpacken muss. Und dann gucken wir mal, wie der Tag heute so weitergeht. Aber schaut euch mal meine Aussicht an.
So möchte man morgens aufstehen, oder? Auf ein paar Sachen möchte man natürlich auch in der Natur nicht verzichten. Deswegen koche ich mir jetzt heute Morgen erstmal einen Kaffee. Der wird natürlich nicht so schmecken wie zu Hause, aber immerhin Kaffee. Zum Essen gibt es heute Morgen Vollkornbrot und dazu vegetarischer Brotaufstrich und es gibt auch noch ein paar Kaminwürze. Na dann, guten Appetit. In der Morgensonne ist es schon wieder so mega warm. Das ist unfassbar. Dafür, dass ich heute Nacht so gefroren habe. Ich werde mich gleich nach dem Frühstück natürlich direkt mit Sonnencreme einschmieren, weil sonst werde ich den Tag nicht überstehen. Heute gibt es natürlich wieder viele Waldwege, aber ich muss auch wahnsinnig viel über Felder laufen. Und ich glaube, heute soll es bis zu 30 Grad werden. Ja, wird sportlich. Zum Glück sind die Wasservorräte schon aufgefüllt. Dann kannst du nach dem Frühstück gleich losgehen. Ich würde sagen, das reicht. Ich möchte ja auch gleich trinken. Kann man mal trinken. Viel hilft viel in dem Fall, ne? So, Hände waschen und dann Zelt abbauen. Ich hatte euch ja gestern von meinen Oberschenkelinnenseiten erzählt, dass die extrem wund gelaufen sind. Und ich werde das jetzt versuchen, mit Pflastern einfach ein bisschen zu tapen, dass das nicht weiter scheuert. Weil ansonsten brauche ich erst gar nicht loslaufen. Es brennt auf jeden Fall. Ich bin ja wirklich kein Freund davon, Zelte nass einzupacken, aber es war einfach nicht möglich. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Außenhaut einfach mal draußen zu lassen, weil die war wirklich richtig nass. Und die hänge ich mir einfach ein bisschen über den Rucksack und lass die mal in dem schönen Wetter heute trocknen. So, dann kann's losgehen. Ja, irgendwie so muss sie ja trocken werden, ne? Das Innenzelt muss natürlich auch noch trocken werden. Die Außenplane ist schon trocken. Und wenn alles trocken ist, kann ich dann auch endlich alles wieder in den Rucksack einpacken und normal weiterlaufen. So, das Innenzelt ist jetzt auch getrocknet bei der schönen Temperatur hier draußen. Und ich habe gerade mal auf der Karte geschaut, wo die nächste Apotheke ist. Und Gott sei Dank liegt auf dem Wanderweg ein kleines Dörfchen und ich schaue euch mal, ob da eine Apotheke offen hat, weil meine Oberschenkelinnenseiten machen mir echt zu schaffen. Und ich werde heute nicht den ganzen Tag laufen können, wenn ich dagegen nichts tue. In der prallen Sonne wird es wirklich immer unangenehmer zu laufen. Deswegen versuche ich mich jetzt da oben an dem Waldrand entlang zu schlängeln, bis ich die nächste Stadt erreiche. Das Dorf habe ich mittlerweile gefunden. Jetzt muss ich nur noch die Apotheke finden und hoffen, dass sie offen hat.
Da ist die Apotheke. So wie es ausschaut, hat die Apotheke auch offen. Aber wir sind ja immer noch in der Corona-Zeit. Das heißt, wir brauchen einen Mund- und Nasenschutz. Und Gott sei Dank habe ich das noch in meinen Rucksack gepackt. Ach, so kann es reingehen. So. Ah, knapp 10 Euro ärmer und 50 Gramm schwerer. Habe ich alles gefunden, was ich brauche. Bepanthen, Mullbinden, Leukoplast. Und jetzt gucke ich mal, ob ich irgendwo ein stilles Plätzchen finde, oh, wo ich meine Oberschenkelinnenseite ein bisschen tapen kann. Ein bisschen einpacken und mit Bepanthen eincremen, sodass ich wenigstens den Tag jetzt durchhalte. So, das ist der perfekte Platz, damit ich meine Beine mal versorgen kann. Bepanthen, Mullbinde, Klebeband. Diese drei Dinge werden auf jeden Fall nie wieder auf meiner Packliste fehlen. Auf die paar Gramm kommt es dann auch nicht an. Ich habe zwar auch verdammt viel Technik im Gepäck dabei, das macht den Rucksack nicht gerade leichter, aber der Vorteil ist daran, dass bei den Kopter-Akkus beispielsweise immer so 20% Restenergie bleiben, wo der Kopter nicht mehr fliegen würde. Und die Energie kann ich jetzt im Prinzip nutzen mit so einem USB-Adapter, um eben die Kamera-Akkus für die GoPro auch wieder aufzuladen. Und somit kann ich alle leeren Akkus schon direkt im Rucksack laden für den nächsten Einsatz. Und dann kann es auch schon weitergehen. Ich habe gerade mal nach meinen Oberschenkeln geguckt. Aber der Verband, der rutscht leider immer wieder runter. Es hält nie da, wo es sein soll. Und es scheuert sich immer weiter wund. Und ich überlege jetzt gerade, es sind noch bestimmt so, weiß ich, 5 bis 8 Kilometer bis Bad Orb. Ob ich die Tour dann einfach dort beende und mich dort abholen lasse. Aber das bringt ja nichts, sich hier die Oberschenkel blutig zu laufen. Es soll ja auch Spaß machen, ne? Aber ein bisschen ärgerlich ist es schon. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte eher mit Blasen an den Füßen gerechnet oder mit Sonnenbrand oder irgendwelchen anderen Verletzungen, aber nicht mit bunten Oberschenkeln. Naja, schlagen wir uns mal bis Bad Orb durch, ne? Das hier sind ja so Wanderwege, wie ich sie liebe. Tannenwälder, schmale Wanderpfade. Superschön. Schaut euch das mal an. Also, meine Oberschenkelinnenseiten werden nicht besser. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Verband ständig rutscht und ich werde jetzt wirklich bis nach Bad Orb laufen und werde mich von meiner Frau abholen lassen. Ja. Wie vermutet, habe ich an beiden Füßen jetzt auch noch eine Blase auf der Sohle. Das macht keinen Sinn, da noch einen Tag morgen dran zu hängen. Bis Bad Orb ist es auch noch ein gutes Stückchen. Und damit bin ich mit der Tour auch zufrieden. Gut, auf geht's nach Bad Orb. Ja, man muss schon fast sagen, ich eier hier so ein bisschen gerade den Berg runter. Das ist extrem schwierig, man sollte extrem vorsichtig sein, wo man jetzt hintritt. Die Fußmuskulatur ist schon so fertig, so schlapp,
dass einfach jeder Schritt auf einen schiefen Stein schon ein umgeknickter Fuß sein kann. Deswegen, ich habe am Anfang ja gesagt, ich habe mich gegen die hohen Wanderschuhe entschieden. Ich würde das nächste Mal wahrscheinlich doch eher die hohen nehmen, weil man einfach einen sicheren Halt hat. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Aber diese Erfahrung musste ich wahrscheinlich erst selbst machen. Ja, die letzten Meter bergab, dann habe ich Bad Orb endlich erreicht. Es sind jetzt doch nur noch 17 Kilometer gewesen heute. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden mit der Tour gewesen. Es waren zwei tolle Tage, viele tolle Bilder sammeln können, viele tolle Eindrücke, ganz viel tolles Videomaterial im Gepäck. Und ich kann es nur jedem empfehlen, geht einfach mal wieder raus in die Natur, einfach ein bisschen wandern gehen. Es gibt nichts Besseres. Da hinten ist schon meine Fahrgelegenheit. Jetzt geht's ab nach Hause.